das Wasser. Guck dir das mal an. Richtig. Es ist arschkalt. Könnt ihr hier auf dem Bildschirm jetzt ganz gut erkennen. Solch eine Situation lässt sich immer schlecht festhalten, aber tatsächlich waren wir jetzt hier gerade an unserem Platz, haben ganz normal entspannt, ich habe ein bisschen was gearbeitet, Julia hat gemalt und dann plötzlich ist ein Auto vorgefahren, hat auch kurz die Sirene einmal angemacht, damit wir Bescheid wissen, dass die da sind. Und zwar wurden wir jetzt das erste Mal von der Polizei angesprochen und die haben lediglich gesagt, dass wir hier halt nicht übernachten dürfen und so ist es auch, also wir dürfen quasi morgen nicht mehr hier sein. Die kommen morgen nochmal rum, gucken sich das Ganze nochmal an, schauen, haben sich das Kennzeichen einmal aufgeschrieben. Ja, wir fahren jetzt natürlich dann heute Abend weiter, beziehungsweise vielleicht auch gleich jetzt schon und suchen uns einen anderen Platz, beziehungsweise haben auch gefragt, ob es halt Campingplätze hier gibt oder so. Und da haben sie gesagt, in Kalamata, das wäre jetzt aber wieder die andere Richtung. Wir wollen eigentlich gerne in die andere Richtung fahren. Ja, und wir schauen mal, dass wir einen anderen Platz finden. Auf jeden Fall sehr, sehr nett. Das waren zwei Männer, die haben uns das quasi so einmal mitgeteilt, wie es ist. Also keinerlei Bedenken oder so jetzt wegen Corona oder so, weil das ja eben nun mal die Zeit ist, wo wir hier reisen. Wollte ich das einfach nur nochmal dazu sagen, dass sie nichts dazu gesagt haben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass gestern der 18. Januar war, wo der Lockdown wieder entschärft wurde in Griechenland. Wie genau die Bestimmungen alle sind, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall haben sie diesbezüglich nichts gesagt, auch keine Strafe angedroht oder ähnliches. Also war alles völlig in Ordnung und auch sehr, sehr nett waren die beiden. Also das war völlig in Ordnung. Wir haben jetzt noch erfahren, dass direkt auf dem Weg, wo wir hier jetzt sind, also quasi direkt an der Hauptstraße, eine ganz schnieke Höhle sein soll. Und da wollen wir natürlich jetzt auch mal vorbeischauen. Fridolin hier haben wir hier abgestellt. Ja, und wir gehen jetzt hier mal runter. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber es soll wohl funktionieren. Und dann zeigen wir euch die Höhle auch mal. First rain on the plane, we're flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again, walking in the streets. Wow, das Wasser, guck dir das mal an, richtig türkis. Oh, Alter. Wie heftig das aussieht. Also wahrscheinlich könnt ihr momentan noch gar nicht so viel sehen. Ich versuche hier echt den ISO-Wert einfach mal hochzuknallen. Dann rauscht das Bild zwar ein bisschen, aber es ist echt faszinierend. Also es ist wirklich ein riesengroßer Vorsprung oder riesengroße Höhle. Und hier im unteren Bereich sieht man halt Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr, ja, das könnt ihr wunderbar hier sehen, das hellblaue. Und das sieht schon krass aus. Schon faszinierend, aber sehr dunkel. Also auf jeden Fall eine Taschenlampe mitnehmen. Schatzi, sag mal. Hä? Hier sind ganz viele Schafe auf der Straße. Also fahren wir jetzt mal ganz langsam hier durch. Süß. Wir haben es gar nicht erzählt, aber am letzten Stellplatz jetzt, wo die Polizei gekommen ist, haben wir Heidi und Willi wieder getroffen, mit denen wir ja lange, lange Zeit am Elea Beach standen. Jetzt sind die ja vorgefahren wieder. Wir wollten noch eine Nacht eigentlich da verbleiben an dem Stellplatz. Und jetzt haben wir sie gerade wieder getroffen. Also die vor uns jetzt hier vorne mit dem blauen Steier, das sind Heidi und Willi. Und ja, die haben jetzt hier gerade nochmal Wasser aufgefüllt. Das nutzen wir natürlich auch gleich mal aus. Da vorne ist so ein kleiner Brunnen. Da füllen wir unser Wasser jetzt auch nochmal auf. Und dann wird es vermutlich wieder so sein, dass wir mit denen zusammen irgendwo stehen werden. Also es ist so lustig, man trifft es hier auf jeden Fall immer wieder. Und naja, ist ja auch klar, wenn es nicht so viele Möglichkeiten gibt, eine Straße zu fahren, dann nimmt man wahrscheinlich die gleiche Straße. Aber trotzdem sehr, sehr cool. Wir freuen uns dann auf jeden Fall, mit denen zusammenzustehen. Und dann wird heute Abend sicherlich wieder gespielt. Wir haben jetzt einen wunderbaren Stellplatz gefunden. Der ist tatsächlich sogar angegeben mit Free Parking für Wohnmobile und das ist auch ein ganz gutes Zeichen, denke ich mal, dass man hier stehen darf. Wir sind sogar nur zu dritt mit unseren Reisenden, die wir ja schon kennen quasi. Aber hier auf jeden Fall wunderschöne Bucht und hier lässt sich ganz sicher schön schlafen. Faces, diving deeper in the world, riding on the road.
Wir sind jetzt hier mal in das kleine Dörfchen reingelaufen und haben so geguckt, was es hier alles gibt. Dann haben wir so einen kleinen Mini-Market gefunden. Da haben wir uns noch eine Kleinigkeit besorgt, einfach was zu trinken und was zu essen. Auch einfach, um die Leute hier echt mal zu unterstützen. Das ist ja Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie das in der Saison hier aussieht. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ab wann hier in Griechenland denn die Saison losgeht. Weil natürlich, alle Tavernen haben zu. Klar, Corona ist ja auch da, deswegen würde ich gerne mal wissen, wann hier denn die Saison wieder beginnt. Und so konnten wir die hier so ein bisschen unterstützen. Der Minimarkt sieht auch gar nicht so aus, als wenn er offen hätte. Aber ich denke, das haben wir eine gute Tat getan. Wir sind eine kleine Runde gegangen, haben uns das hier mal angeguckt. Echt ein kleines, süßes Dörfchen. Und wir können uns jetzt hier nochmal eine kleine Pause genehmigen, einen kleinen Drink nehmen. Und dann geht's wieder zurück zu Fridolin. Wir sind jetzt hier bei dem Schiffswrack Dimitrios und dieses Schiff liegt ungefähr seit 40 Jahren hier und seitdem gehört es zu den Sehenswürdigkeiten von Griechenland. They say enough is enough. It's time to head home, to see the ones we love. Time to back again, to hit the road again. Memories all around, tears are flowing down. Heute vom Schiffswrack Dimitrios zum dritten Finger gefahren von dem Peloponnes nach Monemvasia. Das ist so eine Insel, die nur verbunden ist mit einer Straße und die wollen wir uns heute mal anschauen. Also so spektakulär das hier auch sein mag, ne, gerade für uns als Touristen oder auch für euch, die das gerne mal anschauen wollen, würde ich von euch gerne mal wissen, wer würde denn hier gerne wohnen wollen? Also gefühlt ist es ja so eine kleine Halbinsel, ist auch wunderschön, gar keine Frage, so kleine Gänge überall zwischendurch und ihr seht ja die Häuser im Hintergrund. Aber könntet ihr euch vorstellen, hier ernsthaft zu wohnen und zu leben? Nur noch einen halbvollen Tank. Daher hat Nino jetzt entschieden, hier draußen in der Kälte an der schönen Stranddusche zu duschen. Ja, für mich ist das nichts. Ich bin eine Warmduscherin. Mal sehen, was er gleich sagt. Du bist ja echt hart. Ab ins warme Wurmrohr! Oh, der Wind ist aber auch echt krass. Und jetzt lauf! Es ist arschkalt.
Diese schönen Bilder, die ihr gerade gesehen habt, stammen von unserem nächsten Stellplatz in Monemvasia, bei dieser Halbinsel, will ich es mal nennen. Und jetzt geht es für uns auf jeden Fall weiter. Wir haben hier eine Nacht geschlafen und für uns geht es jetzt Richtung Sparta. Wir sind jetzt gerade sehr fleißig am Abendessen und zwar gibt es mal wieder Pizza bei uns aus dem Omnia. Hier könnt ihr das ganz gut sehen, ist nicht ganz so aufgeräumt. Ich wollte euch jetzt ganz kurz nur mal was zeigen und zwar seht ihr, unsere Gasflamme ist sehr, sehr klein, die geht jetzt auch gerade nicht mehr größer. Und zwar ist das Problem, dass das Gas gerade ausgeht und in der Hinsicht wollte ich euch einfach ganz kurz nochmal zeigen, dass auch da in meinem Smart Home bzw. Smart Van das berücksichtigt wird. Und zwar könnt ihr hier auf dem Bildschirm jetzt ganz gut erkennen, hier ist die Frischwasseranzeige und hier eben die Gasanzeige und hier zeigt er jetzt noch 0,01 Kilo an und der Balken zeigt auch quasi an, dass wir kurz vor leer sind bzw. quasi leer. Funktioniert also auch einwandfrei, bin ich sehr froh darüber, dass das auch soweit funktioniert und ihr könnt schon drauf gespannt sein, wenn ich das Ganze mal präsentiere. Ich will einfach, dass es zu 100% funktioniert, so wie ich mir das vorstelle und dann kriegt ihr auf jeden Fall alles zu sehen. Und vielleicht habt ihr ja auch Interesse, ja, dass da draus vielleicht ein kleines Produkt wird oder ähnliches. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr für so eine Spielerei eben Geld ausgeben würdet. Aber das werdet ihr auf jeden Fall sehen, was das Ganze kann und so. Und dann könnt ihr das vielleicht auch noch genauer beurteilen.